Hallo, ich begrüße Sie zum heutigen AGEL Smart beitrag Heute möchte ich mal die Form etwas ändern und Sie werden entscheiden, ob wir das weiter so machen können oder nicht. Es geht wie immer um die Wissensvermittlung für Leben ohne Krankheit. Ich beziehe mich auf kürzlich besuchte Symposien und Kongresse, aber auch auf ein Papier, was ich gerade in den Händen halte, nämlich einen Newsletter der Firma Longlife. Wenn ich hier und da mal ein Produkt von Longlife nenne, dann sage ich das nur. Dann, wenn ich damit persönlich äh, gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn Sie zu den anderen, mir vielleicht nicht so gängigen Produkten, nähere in Informationen haben möchten, dann empfehle ich Ihnen den hier auf dieser Seite vorgestellten PDF-Newsletter. Da können Sie das nachlesen. Ich bekomme auf jeden Fall von der Firma Longlife, Herausgeber dieses Newsletters, keine Tantiem, aber ich habe Erfahrung, weil ich selbst persönlich schon, vorgängigen schon, einige Stoffe davon eingenommen habe. So fangen wir an. Kann ich meinem Arzt vertrauen? Das werden Sie oft sich fragen. Denn oft warnen wir vor gängigen Medikamenten und empfehlen natürlich Alternativen. Und meine Alternativen sind oft die ohne Medikamente und ohne Risiken. Und im Newsletter werden dazu eben Alternativen, die keine Medikamente sind, äh, vorgestellt. Ich halte es vorzugsweise mit, mit physikalischen Methoden, die uns risikofrei vorliegen. Gerade Statine werden oft angeboten von den Ärzten und vor denen äh, möchte ich schon ein bisschen warnen bzw. ihre Skepsis erhöhen. Davor, um zum Beispiel die Cholesterinsenkung vorzunehmen, äh, würde ich noch physikalische Methoden einsetzen oder pflanzliche Mittel. Die physikalischen Methoden wären zum Beispiel Agilflo, Agilflo zu finden, auf unserer Shop-Seite. Ich denke, dass wir die Heilkraft der Natur nutzen können. Und schon vor gut 500 Jahren erkannten die alten Chinesen die gesundheitsförder gesundheitsfördernde Wirkung von Reis, der durch Fermentation eine rötliche Färbung erhält und so zunächst eigentlich nur der optischen Aufpeppung dienen sollte. Zum Beispiel für die Pekingente. Mittlerweile ist die Heilwirkung von dem roten Reis auch wissenschaftlich belegt. Tatsächlich stellt er eine optimale Cholesterinbremse dar. Also damit geht es auch. Die nächste Nachricht. Risiko hoher Blutdruck bei Hitze. So dämmen Sie die Gefahr. Kreislaufprobleme sind an heißen Augusttagen für viele ein großes Problem. Besonders Menschen mit hohem Blutdruck sollten Sie aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn wenn das Blut nicht richtig fließen kann, drohen langfristig unter anderem Herzinfarkt und Schlaganfall. Trinken Sie daher gut und halten sich bei großer Hitze vor physischen Belastungen zurück. Zum Trinken eignet sich Wasser, sauberes Wasser sage ich immer, was gar nicht mehr so einfach ist in Deutschland, sauberes Trinkwasser zu haben, oder eben auch Kräutertee. Trinken Sie also genug davon und nehmen Sie reichlich Vitamine dazu. Um das Blut leichter zu pumpen, ist es natürlich angenehm, wenn es eine niedrige Viskosität hat. Und da hat sich Agilflow sehr bewährt. Agilflow einfach einzusetzen täglich zweimal. Ich mache das schon jahrelang. Und viele, viele Anwender und auch Abonnenten von Agile Smart nutzen Agilflow, informieren Sie sich darüber äh, in unserem Shop. Langes Leben durch gesunde Ernährung. Sogenannte Langlebigkeitsvölker, in denen Menschen... Im Schnitt besonders lange leben und dabei topfit bleiben, sind ein beliebtes Forschungsobjekt, beliebtes Forschungsobjekt der Wissenschaft. Und obwohl es durchaus noch offene Fragen gibt, kristallisiert sich eine Sache immer wieder heraus: Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Und während ich, als ich mich vor Jahren anfing, mit der Sache von Langlebigkeitsvölkern wissenschaftlich zu beschäftigen, Daran glaubte, dass sie hauptsächlich Obst, Gemüse zu sich nehmen. Und so wird es auch in dem Newsletter meines Erachtens nicht richtig wiedergegeben. So hatte ich dann festgestellt, nach Jahren der Literaturforschung und dem Besuch von Langlebigkeitsvölkern, so wie sie leben, dass das Wesentliche sicherlich ist, dass sie nicht so viel essen wie wir. Sie essen immer nur 80 Prozent von dem, was sie satt machen würde. Und sie üben Bewegung aus. Bewegung heißt auf keinen Fall Sport. Darauf komme ich später noch einmal. Also wichtig ist es, in Bewegung zu bleiben, soziale Verhältnisse äh, zu erhalten, für etwas wichtig zu sein, bei der Arbeit Pausen zu machen, äh, und eben sich nicht so komplett satt zu essen, wie wir das tun. So nun zu einigen Nachrichten aus der Medizin. Keine Energiedrinks für Kinder. Bei Aldi und Lidl erhalten Kinder unter 14 Jahren ab Oktober keine Energydrinks mehr, zumindest in den Niederlanden. Eine gute Entscheidung, an der sich deutsche Discounter ein Beispiel nehmen sollten. Denn der hohe Zucker- und Koffeingehalt dieser Getränke kann langfristig zu Übermüdung, Unruhe und Herzrhythmusstörungen führen. Insbesondere bei Konsumenten, die sich noch im Wachstum befinden. Senioren erhalten häufig falsche Medikamente. Zu einem erschreckenden Schluss kommt der aktuelle Arzneimittelreport der Barmer Krankenkasse. Demzufolge haben Ärzte, besonders bei älteren Patienten, oft nicht mehr den Überblick, was diese regelmäßig sich einnehmen und verschreiben Medikamente, die in Kombination fatale Folgen haben können. Wer zum Beispiel gleichzeitig Blutdrucksenker und entwässernde Medikamente einnehme, dem drohe im schlimmsten Fall Nierenversagen. Laut Report bekommen rund ein Fünftel aller Menschen über 65 falsche Medikamente verschrieben. Also die Patienten, die über 65 sind, werden zu einem Fünftel falsch mit Medikamenten versorgt, was eine große Gefahr darstellt. Und ich habe hierzu zu bemerken, dass niemand auf der Welt, kein Pharmakologe, kein Wissenschaftler bisher weiß, wie drei verschiedene Medikamente von einer Person genommen, wie die überhaupt wirken. Also auch eine große versteckte Gefahr. Und wie viele Menschen kennen Sie, die Medikamente zu weit über die drei hinausnehmen? Bewegung ist nicht alles. Im Gegenteil, so schützen, Sie Ihre Ge so schützen Sie Ihre Gelenke vor Verschleiß. Sie hatten ja schon von mir gehört, vorhin bei den Langlebigkeitsvölkern, dass ich gesagt habe, die machen im Prinzip keinen Sport, aber bewegen sich. Nun zu dieser Nachricht bewegung ist nicht alles im gegenteil so schützen sie ihre gelenke vor verschleiß bewegungsmuffel leben ungesund das ist lange erwiesen eher neu ist die erkenntnis dass auch ein zu viel an bewegung schädliche folgen für die gelenke haben kann beugen sie darum vor dann steht der nächsten wanderung nichts mehr im wege sport ist unbestritten um mit zunehmenden jahren die kondition zu erhalten doch zu viel Sport oder Bewegung kann auch schaden. Eine Studie der University of California belegt jetzt zweifelsfrei, dass zu viel Sport Arthritis, das sind also Gelenkentzündungen, und Arthrose, das Gelenkverschleiß, fördert. Unsere Daten sagen, dass körperliche Aktivität von Knieanomalien erhöht, sagt Studienleiter Christoph Stehling. Gesunder Schlaf trotz Hochsommerhitze, so funktioniert's. Wir haben schon häufig darauf hingewiesen, dass ein guter Schlaf der beste Garant für die Gesundheit ist. Jetzt im August ist es oft stickig heiß und es fällt viel schwerer, ein- oder dann auch die Nacht durchzuschlafen. Daher rate ich auch jetzt im August noch einmal nachdrücklich: Wälzen Sie sich nicht im Bett herum, werden Sie aktiv und nehmen Sie an schwülen und zu heißen Tagen eine Stunde vor dem Zubettgehen eine Tablette mit Melatonin, am besten gleich 3 Milligramm. Sie werden dann nicht nur viel leichter einschlafen, sondern auch am nächsten Morgen frischer und vitaler aufwachen. Melatonin ist ein körpereigener Stoff, man lässt ihn bestens aus dem Nachtschattengewächs Tomate und bietet so ein wirksames Naturprodukt ohne die Suchtgefahr von Schlaftabletten an. Erkältungen kein reines Winterproblem. Husten und schniefen wie im Sommer, Wundern wir uns oft, gelten Erkältungen doch als typisches Winterphänomen. Dabei führt das Wort in die Irre, denn mit Kälte haben sie oft nur bedingt etwas zu tun. Entscheidend ist vielmehr unser Immunsystem. Ist dieses geschwächt, haben Krankheitserreger leichtes Spiel. Lange Sonnenbäder oder durch Zugluft gereizte Schleimhäute sind zwei typische Sommerfaktoren, die den Ausbruch einer Erkältung begünstigen. Halten Sie dagegen mit Vitamin C. Und ich sage, nutzen Sie Agilcare Pro. Viele Unternehmen haben Agilcare Pro den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Das gilt nicht nur über die Wintermonate, sondern auch über die Sommermonate. Und wenn es im Hals ein wenig kratzt, setzen sich die Mitarbeiter einfach an den Platz, wo der Computer steht, mit dem Mitarbeiter einfach an den Platz, wo der Computer steht, mit dem Agilcare Pro. Nutzen das 20 bis 30 Minuten und siehe da, keine Erkältung kommt. Und das hat für das Unternehmen und auch für die Menschen Riesenvorteile. So habe ich mittlerweile schon Anwenderunternehmen, die über Jahre keinen einzigen Ausfalltag mehr haben durch Erkältung oder Grippe. Also es kann ich empfehlen, natürlich auch Vitamin C zur Sicherung überhaupt der die Palette von ausreichend Vitaminen und Mineralien. Vorsicht bei üblichem Sodbrennen. Sie sollen helfen, sind aber selbst gefährlich. Protonenpumpenhemmer, die sogenannten PPIs wie Omezoprazol, die immer noch häufig zur Bekämpfung von Sodbrennen eingesetzt werden. Sie bergen ein Risiko, das Sie kennen sollten, denn es geht immer um Ihr Herz. So hat man also festgestellt in einer Studie bei 1503 Patienten, dass wenn man dieses Medikament einnimmt, große Belastung des Herzens gibt und wir dort auch die Gefahr haben, bei Einnahme dieses, dieser Medikamente äh, an plötzlich plötzlichen Herztod zu sterben. Mein Hinweis ist, und jetzt komme ich das erste Mal dazu, etwas Positives äh, zu sagen: Vektor HCL einzunehmen von LL. Das kann man bestellen. Das ist eine sehr gute Sache, denn meistens hat man bei Sodbrennen nicht zu viel Magensäure, wie viele denken, sondern man hat zu wenig. Da macht sich Vektor HCL gut. Aber auch ausgezeichnet Agilcare Pro mit den entsprechenden Anwendungen wunderbar und meine Berichte, die ich gerade jetzt wieder in einigen, vor einigen Tagen bekommen habe, lauten, dass es schon während der Anwendung in den wenigen Minuten schon zur Besserung kommt, die spürbar ist und das natürlich ohne Nebenwirkungen, ohne Gefahren, ohne Risiken. Algecare Pro können Sie sich ansehen im Shop shop.schmerzen- was tut. -e weitere Nachrichten aus der Medizin E-Zigaretten, also sind die elektrischen Zigaretten, E-Zigaretten schaden dem Herzen. Dass E-Zigaretten längst nicht die gesunde Alternative sind, als die sie anfangs verkauft wurden, ist mittlerweile bekannt. Neuere Studien legen nun sogar nahe, dass die Elektrovariante in Bezug auf das herz system sogar noch gefährlicher zu sein scheint als der übliche Glimmstängel. Während der systolische Blutdruck nach dem Genuss einer konventionellen Zigarette für etwa 15 Minuten Anstieg hielt der Effekt bei einer E-Zigarette mit Nikotin ganze 45 Minuten lang an. Kein Einfluss auf den Blutdruck hatten dagegen nikotinfreie E-Zigaretten. Giftige Mode, so toxisch ist unsere Kleidung. Wer glücklich vom Shoppen kommt, kann es oft kaum erwarten, die neuen Kleidungsstücke anzuziehen. Doch Vorsicht! Heutzutage ist nahezu jedes Kleidungsstück mit Chemikalien belastet, die zum Beispiel Kinderfreiheit, lange Haltbarkeit oder Farbe gewährleisten sollen. Viele dieser Stoffe sind krebserregend oder können allergische Schocks hervorrufen. Auch Biomode ist davon nicht immer gefeit. Es ist daher unbedingt anzuraten, die Kleidung vor dem ersten Tragen zu waschen. Blumen machen glücklich. Geahnt haben wir es schon lange. Ob Rosen oder Tulpen, Geranien oder Gerbera, Blumen tun der Seele gut. Das haben mehrere Studien, etwa der, Stu der State University of New Jersey, unabhängig voneinander bewiesen. Im Optimalfall gönnen sie sich regelmäßig Ausflüge in die Natur, um die positive Wirkung der Blumenpracht zu erfahren. Doch auch ein bunter Schnittblumenstrauß in der Wohnung hat bereits einen euphorisierenden Effekt. Versuchspersonen fühlten sich gelassener, fröhlicher und weniger ängstlich, wenn Blumen im Raum waren oder auch nur Blumenduft wahrzunehmen war. Übrigens unabhängig vom Geschlecht. In diesem Sinne ab in den nächsten Blumenladen, wem wollten sie schon lange mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Ja, und zu dieser Nachricht fällt mir eigentlich nur ein, dass das mittlerweile mit dem gängigen Wort Waldbaden wunderbar zu schaffen ist sein Immunsystem und definitiv die T-Zellen, die Killerzellen um 50 Prozent zu steigern, wenn man sich regelmäßig für ungefähr eine Stunde im Wald aufhält. Da spielen die Terpene eine Rolle. Ich will das hier nicht wiederholen. Wir haben das schon in einem Beitrag gebracht. Also zu den Blumen fällt mir ein Wald. Fällt mir ein Wald ist auch wichtig und könnte gut sein. Auch eine Sache wieder, die wir relativ einfach bewältigen können. In den meisten Fällen jedenfalls ist der nächste Wald, der nächste Park nicht so weit. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen